Ich glaube, dass es erstmal ganz wichtig ist, zu dieser Personalie mal Stellung zu beziehen, weil ich bin kein Trainer von Schubladendenken, weil jetzt als die Nachricht gestern Abend irgendwann spät aufgeploppt ist, hat man ja auch schon wieder so Vorbehalte gehört, was ich natürlich schon wieder typisch deutsch finde, bevor irgendwas oder bevor der Spieler einmal gegen den Ball getreten hat, ist sofort so ein, bei einigen so ein gewisses Vorurteil rauszuhören und das finde ich natürlich unnötig. Ne, weil man kann sich ja sicher sein, dass wir uns im Vorfeld einer Verpflichtung von Martin A, sehr viel Gedanken gemacht haben, was brauchen wir noch, was könnte uns noch gut tun, was könnte den Erfolg noch ein bisschen absichern. Und da sind wir bei Martin, denke ich, hängen geblieben. Wir haben uns erkundigt, nicht nur in Bremen. Ich habe mit Florian Kohfeldt ein sehr langes Gespräch geführt über ihn, habe auch andere Wegbegleiter von Martin mal angerufen und unter anderem auch in der Zeit, als er in Hannover war, wo er mit 17 Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte, wo er auch in der Kabine ein sehr positiver Faktor war. Und ich glaube, dass wir durchaus noch so einen Spielertypen gebrauchen können. Und Martin selber hat, denke ich, sehr viel dazu beigetragen, dass der Wechsel überhaupt zustande gekommen ist, indem er auch von seiner Seite auf gewisse Dinge verzichtet hat. Also das zeigt, dass dieser Spieler unbedingt diesen Schritt wollte nach Hamburg. Und das gibt mir, ohne dass er bislang mit uns trainiert hat, erstmal ein gutes Gefühl.